Was sie wohl darstellt? Eine Schauspielerin? Eine Millionärstochter? Zumindest zieht sie die Blicke auf sich. Erstaunlich, wie viel Gepäck so wenige Passagiere mitnehmen wollen. Mein Tipp ist, dass 3/4 davon den Damen der Schöpfung gehört. Ich werde mal einen unauffälligen Blick aus der Nähe darauf werfen. Und Lux! Komm, dreht schon um. Genau. Hallo, aua! Oh, das tut mir leid. Ich habe nicht damit gerechnet, dass jemand vor meiner Tür auf dem Boden herumkriecht. Aber das macht doch nichts, junges Fräulein. Nichts passiert. Das freut mich, Herr... Zellner. Anton Jakob Zellner. Oh, ist die groß. Dürfte ich wohl Ihren Namen erfahren? Patricia Myers. Sie sind Amerikanerin? So ist es. Mhm. Würden Sie mir bitte helfen? Gewiss. Er wird jetzt Bote, ey. Okay. Sie sind auf dem Weg nach Ägypten? Yep. Machen Sie dort Urlaub? Mein Vater arbeitet dort für eine Eisenbahngesellschaft. Und baut das Land nach dem Krieg wieder auf. Toll. Ja, ganz wunderbar. Sie ist ein bisschen genervt. Noch einer. Deine Chance, aufs Schiff zu kommen. Sie haben großes Glück, dass Sie einen Vater haben, der Sie an so interessante Orte mitnimmt. Oh ja, welch Glück. Haben Sie denn kein Interesse an Ägypten? Die Pyramiden, die Geschichte? Ich hätte mehr Interesse an einem Vater gehabt, der nicht 300 Tage im Jahr auf Reisen ist. Ich bin mir sicher, Ihr Vater bedauert, dass er nicht immer bei Ihnen sein konnte. Richtig. Und sicher wollte er immer nur mein Bestes. Dafür denkt er allerdings erstaunlich oft nur an sich. Und noch einer. So, und jetzt geht's, ne? Bringen Sie bitte mein Gepäck an Bord. Sag ich Verzeihung? Doch. Verzeihung? Schön, Sie kennengelernt zu haben, Herr Zellner. Sag ich doch. Das war's. Unverschämtheit. So geht es. Ach, da ist der Gepard. Na Junge, du sollst das Zeug noch da ins Board bringen. Warum machst du das nicht, Blödel? Gibt's da noch irgendwas? Nanu, traut sich der gute Doktor etwa nicht an Bord? Hallo, Dr. Gepard. Ah, der Held der Stunde. Held der Stunde, aber vermutlich bald arbeitslos. Sie werden bald kein Polizist mehr sein? Doch, aber auf meiner alten Wache. Und damit praktisch arbeitslos. Verstehe. Okay. Macht Ihnen Ihr neuer Arbeitsplatz Sorgen? Ganz im Gegenteil. Bisher war ich mir nicht sicher, ob ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Immerhin komme ich aus dem Schwarzwald und da gibt es nur Berge, keine Schiffe. Aber jetzt? Die Seeluft, das Ambiente. Ich glaube, nach der ersten Fahrt möchte ich für immer auf dem Meer bleiben. Oh, er kommt da. Das Meer ist eine Sache, die Passagiere eine andere. Haha, das wird schon werden. So, eine Frage noch. Okay. Kennen Sie den Kapitän schon? Mario Di Conti. Schon mal gehört? Sollte ich? In Italien ist er so etwas wie eine Berühmtheit. Ein Kriegsheld. Im Ersten Weltkrieg hat er als junger Mann mehr Schiffe versenkt als jeder andere. Im Zweiten Weltkrieg... Nun ja, er hatte einige persönliche Probleme. Solche, die man in Flaschen und Pillendosen kaufen kann? Treffer. Auf jeden Fall konnten sie ihn nicht im Kampf einsetzen. Stattdessen machten sie ihn zum Kommandanten eines Versorgungsschiffes. Und wieder wurde er zum Held. Sein Schiff, Teil eines Konvois von Palermo nach Nordafrika, erreichte als einziges das Ziel. An Bord waren über 100 Seeleute anderer Schiffe, die er gerettet hatte. Beeindruckend. Heutzutage steht es mit seiner Gesundheit nicht zum Besten, um einmal stark zu untertreiben. Ich denke, die meiste Zeit an Bord werde ich mich um seine zahlreichen Beschwerden kümmern müssen. Was wissen Sie über die Baronin?
Nicht das Geringste, fürchte ich. Haben Sie nicht im Tunnel mit ihr gesprochen? Nein, Ihr Butler kümmerte sich um Sie und ich hatte alle Hände voll mit Miss Miller zu tun. Wie Sie sich vorstellen können, war es ein Schock für Sie, als der brennende Zug mit Ihrem Sohn an Bord davonfuhr. Das ist nur verständlich. Wir waren alle so froh, als wir von Ihrer Heldentat gehört haben. Tja, dann bleibt mir wohl nichts übrig, als Ihnen eine schöne Reise zu wünschen. Kommen Sie denn nicht mit? Leider nein. Ich soll zurück nach Zürich. Wie schade. Geben Sie auf sich Acht, Dr. Gebhardt. Und haben Sie auch ein Auge auf Ihre Gäste. Ach, wieso das denn? Aha, der ist ja doch wieder da. Oh, da fällt mir ein. Die hier haben wir im Tunnel gefunden. Sind das Ihre? Ich befürchte schon. Strophanthin. Sie haben Herzprobleme? Vielleicht ist es doch ganz gut, dass Sie nicht mitkommen. Zu viel Aufregung könnte Ihren Gesundheitszustand verschlechtern. Sie meinen, wenn ich einfach gar nichts mehr tue, habe ich vielleicht noch ein paar Jahre vor mir? So ist richtig. Nur nicht unterkriegen lassen. Boah, ist ein Scheißspruch, ey. Mann, was für ein widerlicher Spruch. Genau, so ist richtig. So, jetzt Moment. Was haben wir denn da jetzt für einen Krempel? Also. Verstanden. Wir wollen von Trebitz. Haben wir da was Neues? Da. Nein. Achso, das war das. Nein. Nein. Also, Dr. Gebhardt sieht seinem neuen Job, seinem neuen Leben erwartungsvoll entgegen. Und er hat mir geraten, alles ruhiger angehen zu lassen. Wenn ich auf mich aufpassen würde, würde mein Herz vielleicht noch ein paar Jahre mitspielen. Aber was wären das für letzte Jahre? Genau. So, mach doch. Komisch, da fehlt was, dass er ein Idiot ist. Hab ich nicht gesagt. Nein. So, der Kapitän der Lydia ist laut Dr. Gebhardt eine Art Kriegsheld, aber mit seiner Gesundheit soll es nicht gut stehen. Vermutlich hat man ihn auf diesen Posten abgeschoben. So, da ist... Moment, nein, da gibt's... Nee, okay, das war's. So, wir kommen nicht rauf. Da ist der Kapitän, da ist ein Auto, das haben wir ein bisschen nochmal weggeschmissen. Da haben wir Butley. Ach, das ist die Ballonin. Warum? James? James, wo stecken Sie schon wieder? Hinter dir. Hallo, Frau Baronin. Habe ich ihn gesehen. Ah, Inspektor. Wachtmeister. Ach, papalapap, nicht mehr lange. Wenn sich erst einmal herumspricht, wie Sie den Jungen gerettet haben, wird man gar nicht anders können, als Sie zum Inspektor zu machen. Sehr freundlich, Frau Baronin. Ja, ganz schön dicke Beine, ey. Meine Fresse. Ach Gott, wie so Schinken, ey. So. Ich hoffe, Sie haben das Abenteuer im Tunnel gut überstanden. Ist das nicht ein Skandal? Man bucht erste Klasse und dann muss man zu Fuß auf den Gleisen herumstolzieren. Und dann wollte man mich in einen Bus verfrachten, ohne Gepäck. Und mit denselben Klamotten. Die Umstände, Madame. Ich habe auf eine Limousine bestanden und bin nicht gefahren, bis mein gesamtes Gepäck geborgen war. Genau. Wussten Sie, dass das echte Auge des Sphinx nicht im Zug war? Ich hatte keine Ahnung. Oh Gott, plappert der rum. Inspektor Legrand scheint es zu bevorzugen, mich im Dunkeln zu lassen. Plappert doch nicht so viel. Dabei bezahle ich für all das hier. Der Inspektor sorgt sich um die Sicherheit des Auges. Zu Recht. Trotzdem waren Sie es, der im Zug die eigentliche Arbeit gemacht hat. Ich wünsche Ihnen, dass die Fahrt nach Kairo weniger nervenaufreibend sein wird als der erste Teil der Reise. Kommen Sie denn nicht mit? Ich befürchte, Inspektor Legrand will mich nicht dabei haben. Unfug! Sie haben meine Brieftasche gefunden, während er auf irgendwelchen Kisten saß und Bomben bewachte, die man ihm untergejubelt hat. Ich möchte, dass Sie mitkommen. Aha. Das möchte ich auch, aber... Ich werde mit dem Kapitän reden und die Kosten übernehmen. Baronin, ich weiß nicht...
Schon gut, ich helfe gern. Als Page wäre auch schon drin gewesen. Wo steckt denn dieser verfluchte Butler schon wieder? James, da sind sie ja. Soll der Inspektor etwa alleine mein Gepäck aufs Schiff tragen? Wenn er möchte. Also eigentlich... Baronin? Baronin von Trebitz, hören Sie mich. Sie ist ohnmächtig. Sie atmet noch. Nein. Baronin! Nochmal, kräftiger. Hallo. Hören Sie mich? Helfen Sie mir auf. Oh Gott, das wird schwer. Vielleicht sollten wir... Eine Schubkarre holen. Sofort! Den Kran. Ich empfehle den Kran. Ich könnte Dr. Gebhardt holen. Nein, kein Arzt. Nur ein kleiner Schwächeanfall. Stützen Sie mich, James. Bringen Sie mich aufs Schiff. Sehr wohl, Madame. Tja, und jetzt wird er doch zum Pagen. Das war kein Schwächeanfall. Was ist das für ein Auto? Sie hat irgendetwas gesehen, das sie erschreckt hat. Das Verhältnis. Oder irgendwen. Sehr interessant. Er zum Auto. Und dass sie es nicht zugeben will, ist auch sehr merkwürdig. Was denn? Was ist das für eine Riesenkarre im Verhältnis zu ihm? Das sehe ich ja jetzt gerade erst. Was ist das? Oh Mann, das ist ein Panzer, aber kein Auto. Boah, die Reifen gehen bis zur Hüfte und höher noch. Meine Güte, ey. Was? Ach, ja, okay. Wen oder was hat sie gesehen? Ja, den Kapitän. Die beiden scheinen nicht bemerkt zu haben, was hier unten passiert ist. Aha. An dir beißt du dir die Zähne aus. Wie kommt jemand ohne Ticket an Bord? Keine überzeugende Spur, aber die beste, die ich habe. Ja, was ist denn jetzt? Ja, was denn jetzt? Was machst du denn jetzt? Also, ich verstehe jetzt gar nichts mehr. Ist jetzt erledigt? Kann er jetzt an Bord? Haben wir hier alles abgeschlossen? Ist jetzt hier gut? Oder was? Hä? Was hier? Haben wir hier hinten irgendwas, was ich noch nicht habe, nicht gesehen habe, übersehen habe, irgendwas? Oh Gott. So, der Tresor steht auch unbewacht da jetzt rum. Das ist auch ganz klar, ne? Das ist... Ja. Okay, also dann gehen wir mal hoch. So, alle machen sich verrückt und der Tresor steht da rum. Für jeden gut erkennbar. Wen haben wir denn da? Signore... Das ist Wachtmeister Anton Zellner. Signore Zellner! Ich habe von Ihren Heldentaten in den Bergen gehört. Willkommen auf der MS Lydia. Danke. Ich wusste nicht, dass Sie mit auf große Fahrt kommen, aber ich freue mich. Ich lasse Ihnen sofort eine schöne Kabine fertig machen. Der Wachtmeister wird uns nicht begleiten. Er hat andere Verpflichtungen. Oh, das ist aber schade. Doch, ich hätte so gerne aus erster Hand von Ihren Abenteuern das gehört. Das wirst du, Kapitän, das wirst du. Ich würde gerne Ihr Angebot annehmen. Leider verhindern das höhere Mächte. Zu bedauerlich. Ah. Wir sind bei weitem nicht ausgebucht und hätten mehr als genug Platz für einen weiteren Passagier. Genau. Der Wachtmeister will sich sicherlich nur kurz an Bord umsehen und verlässt uns, bevor wir in See stechen. Wann wird das in etwa sein? In 3 Minuten. Och, so ungefähr in 15 Minuten. Ah ja, das reicht. Sie haben es gehört, Herr Wachtmeister. Ja. Dürfte ich fragen, wie ich zum Frachtraum komme? Oh, es gibt schönere Orte hier an Bord. Ich bin aber am Frachtraum interessiert. Wieso das? Eine der Reisetruhen erscheint mir verdächtig. Jemand könnte sich darin versteckt haben. Sie
Sie wollen andeuten, dass sich der genialste und vermutlich reichste Einbrecher Europas in einer Kleidertruhe versteckt, um als blinder Passagier an Bord zu kommen? Ja. Das ist nun wirklich nicht sein Stil. Deswegen ist es ja auch so unwahrscheinlich, dass er dahinter steckt. Und wahrscheinlicher, dass wir es mit einem Trittbrettfahrer zu tun haben. Und zum Stil des Trittbrettfahrers könnte es gehören, alles zu tun, was nötig ist. Mhm. Zum Beispiel sich in Reisetruhen zu verstecken, wenn man sein Ticket verloren hat. Ach, kommen Sie. Ohne die Hintergründe zu kennen. Ein angemeldeter Gast würde auch ohne Ticket problemlos an Bord kommen können. Mhm. Was ist der Unterschied hier? Wie meinen Sie das? Man kann eine Fahrt auf der Lydia nicht am Schalter kaufen. Man bucht die Reise im Voraus und sind daher alle Passagiere namentlich bekannt. Solange ein Gast auf der Passagierliste steht, lassen wir ihn mitfahren. Egal, ob er sein Ticket vorzeigen kann oder nicht. Hatte einer der Gäste kein Ticket? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Wir fragen nach dem Namen und gleichen ihn mit der Liste ab. Das Ticket ist kaum mehr als ein Andenken für die Passagiere. Mhm. So viel zu Ihrer Kistentheorie. Ja, das ist aber in Ordnung. So, jetzt. Gute Nachrichten. Die Baronin hat mich zu der Fahrt eingeladen. Und als Privatmann werde ich diese Einladung natürlich gerne annehmen. Ein Urlaub auf hoher See. Herrlich. In der Tat. Es gibt nichts Schöneres als... Leider wird der Wachtmeister in der Schweiz gebraucht. Aber... Gegen ihn läuft eine Untersuchung wegen Behinderung der Arbeit von Interpol. Ich habe ein Ticket und ich werde... Diese Reise nicht antreten, solange ich an Bord dieses Schiffes bin. Ende der Diskussion. Was hat der? Ich würde trotz allem jetzt gerne den Frachtraum untersuchen. Also gut, von mir aus. Aber in 10 Minuten sehen wir uns hier wieder. Was? Kapitän Di Conti, ich würde gerne noch 2 eilige Telegramme aufgeben, bevor wir abfahren. Gewiss, Inspektor. Sie finden den Transportraum dort hinten. Durch eine Tür auf dem Vorderdeck könnten Sie ihn betreten. 5 Minuten bevor wir abfahren, wird das Horn 2-mal ertönen. Das ist das Signal für alle Hafenarbeiter, das Schiff zu verlassen. In Ordnung. Kommen Sie bitte mit mir auf die Brücke. Von dort aus können Sie telegrafieren. Mir schwimmen die Felle davon. Ich muss im Frachtraum etwas finden. Sonst ist meine Kreuzfahrt vorbei, bevor sie begonnen hat. So. Und jetzt wahrscheinlich auf magische Weise ist er automatisch da drin. Oh Mann. So, sag ich doch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist das Cabriolet der jungen Frau. Mhm. Anscheinend musste es unbedingt mit nach Ägypten. Und Daddy darf zahlen. Mhm. Ich suche den Spind. Junge, es ist saudunkel hier hinten. Ach, hier ist noch mehr. Die Tür dieses Spinds ist nur angelehnt. Ja, dann mach sie auf. Leer. Ja, komm. Die 3 linken Spinde scheinen alle abgeschlossen zu sein. Okay, da ist nichts. Sie hat nur ein Glas. Ist da noch irgendwas? Da noch irgendwas? Nee, da ist nichts. Okay, dann zurück da vorne hin. Da ist was Längliches. Was ist das? Ah, eine Taschenlampe. Aha. Mhm. Ohne die Taschenlampe könnte ich einen Teil des Frachtraums überhaupt nicht sehen. Doch auch mit ihr finde ich es hier noch unheimlich genug. Das ist doch... Ja, und jetzt? Was denn? Gehst du nach hinten. Okay. Was macht der denn hier? Dreh dich mal um. Dreh dich mal um. Dreh dich mal um. Da ist ein Tresor. Kann mir jetzt einer erklären, was... Halt, da war doch ein Tresor. Okay, da ist gar nichts. Und da ist die Truhe.
genau. So. Hallo, kommen Sie da raus? Das Spiel ist aus. Ich werde jetzt die Truhe öffnen. Leer. Ha, nicht mehr lange. Gleich ist er drin. Okay. Ich bin mir sicher, dass jemand in der Truhe war. Nur, wo steckt er jetzt? Tja, der war jetzt irgendwo da hinten. Okay. Komm her, da hinten. Wieder zurück. Was? Scherben. Was für Scherben?